Junger Mann, sparen wir uns das anfängliche Abtasten einfach und kommen wir zur Sache. Hm? Dieser telepathische Mutant, dieser sogenannte Schwarze, ist von extremer wissenschaftlicher Bedeutung. Sagen Sie mir alles, was Sie über ihn wissen. Dann erlaube ich Ihnen Ihr Leben und Ihren Job als Ranger zu behalten. Jedoch als mein Spion und Geheimagent. Genau wie diese Musketiere. Einer für alle und alle für... Generalsekretär, Genosse Mosquit. Korbut, ich brauche noch einen Moment. Und was haben wir hier? Noch einen Feind der Revolution? Ha, perfekt. Wie Sie schon immer anmerkten, muss Lenya anfangen, seine Fähigkeiten im Umgang mit Leuten zu verbessern. Also, eigentlich wollten wir... Stecken Sie das Wahrheitsserum weg. Ich zeige Ihnen eine traditionellere Methode der Roten Armee. Schneller und wirkungsvoller. Du Stück Scheiße! Spuck's jetzt aus! Sag alles, was du über D6 weißt! Da! Oh. Immer noch nichts! Nimm das mit! Sprich, oder du wirst es bitter bereuen. Passwörter, Codenamen, geheime Protokolle. Was machst du denn da, Papa? Das nennt man Verhör, Lenya. Verhör, das Übliche. Was denn, hast du das mit deinen Puppen nie gespielt? Nein. Du kleines Stück Scheiße. Ohne Blut gibt es keine Macht. Doch, gibt es. Dein Bruder hat friedvoll geherrscht und sie... Komm hierher zurück! Gottverdammt! Du bist ein in Ordnung. Benutzen Sie Ihre Drogen. Benutzen Sie glühende Spieße. Holen Sie einfach alles aus ihm raus und erschießen Sie den Bastard. Kommen Sie danach zu mir ins Büro. Wir müssen reden. Das läuft nicht allzu optimal. Ich muss Leonid zustimmen. Gewalt ist der falsche Weg zu Informationen. Ich glaube an die Wissenschaft. Eine Injektion und du sagst uns alles. Wow. Was zur Hölle? Was zur... Die Schwarzen haben ihn gerettet? Was zur Hölle? Wir haben ein Paket nach D6 geschickt. Kampferprobung sozusagen. Ich möchte, dass Sie nach Venedig gehen und sich um die Leute dort kümmern, die die Lieferung gemacht haben. Und diese Bezahlung wird nicht mit Geld vorgenommen, verstanden? Absolut. Und was ist mit dem Schwarzen? Die Kreatur wurde gesichtet. Die Details stehen in diesem Umschlag. Sie sammeln das Tier ein, sobald sie in Venedig fertig sind. Enttäuschen Sie mich dieses Mal nicht. Das werde ich nicht, Genosse General. Das werde ich nicht. Fick dich, Korbut. Fick meinen Vater und Morozov. Und die Revolution und meine eigene Zukunft. Lasse ich mich erschießen, als wie mein Vater zu enden und den eigenen Bruder zu töten. Hör zu, wenn du hier rauskommst, dann... Tja, dann lebe einfach. Wow. Hier, rein da. Das ist der Weg in die Freiheit. Glaub mir, ich weiß es. Ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, mich in diesen Schächten vor meinem Vater zu verstecken. Wow, okay. Ich wünsche dir viel Glück. Okay.
Okay, wenn ich das jetzt richtig weiß, war das Lenji. Ey, Lenji, du bist echt in Ordnung. Und jetzt müssen wir hier abhauen, nachdem wir so extrem von unserem Kumpel Pavel verarscht wurden. Selbst die ekeligen Faschisten kennen unsere Pläne. Die Ratten werden exterminiert. Und der Krieg ist sowieso nicht zu verhindern. Nicht zu verhindern? Da habe ich meine Zweifel. Ebenso wie das Politbüro. Ein Mann mit Zweifeln ist ein ängstlicher Mann. Wie können Sie es wagen? Sie sind der Leiter des Staatsschutzes und ich Ihr Vorgesetzter. Ja. Aber jetzt, wo wir nur einen Schritt von einer vereinten roten Metro entfernt sind, haben Sie nicht das Recht, den Plan zu stören. Ich habe kein Recht! Ich? Moskwin, als Sie mich darum baten, mich um Ihren älteren Bruder zu kümmern, als er noch Generalsekretär war, da habe ich Ihnen geholfen. Und nach seinem tragischen Tod habe ich Ihre Übernahme unterstützt. Ich würde daher vorschlagen, dass Sie meinen Rat jetzt annehmen. Das ist inakzeptabel. Es ist ganz einfach, Genosse Moskwin. Wir halten alle zusammen, Arm in Arm, gegen den Sturm. Oder kämpfen wir jetzt jeder alleine? Aber, Korbut, ist diese verdammte Metro wirklich das Blut wert, das wir vergießen werden? Ich kenne einen Weg, es ohne Blutvergießen zu tun. Kein Blut, sagen Sie. In Ordnung. Los, machen Sie Ihr Ding. Ich kümmere mich ums Politbüro. Arschloch. Eines Tages. Okay, da ist jemand ein bisschen angepisst. Ein Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen, sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssen wir nur einmal aufräumen. Achtung, Genosse General! Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und Ihnen wurde nur gesagt, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben? Nur im Notfall. Und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten. Wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General. Uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner mitgegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entfernen. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten. Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden Sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, Genosse General. Dann viel Glück. Im Dienst der roten Linie! Ach du Scheiße, wir müssen unsere Station warnen. Rote Linie. Jetzt bin ich in echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel berührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesinski ihm vor D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hatte Informationen über die Inschwarzen, was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht. Ach du Scheiße. Okay, ich würde ihm wirklich gerne in den Arsch treten jetzt. Verdient hat das.
Ha. Oh, ein Messer. Habe ich meine alte Bewaffnung wieder? Ja, danke schön. Ah, mit dem neuen Ziervisier. Schön. Das ist die Pistole mit der Nachtsicht. Oh, schick. Schick, schick. Was haben wir denn da? Gasmasken. Könnte man ja eine mal gebrauchen, eine neue. Hier haben wir... Oh. Brandbomben. Wie es aussieht. Okay, dann gucken wir mal, was erwartet uns da draußen. Wo müssen wir hin? Müssen wir wirklich da lang? Ja. Oh. Wie soll ich denn da jetzt dran vorbeikommen? Vorsichtig, jetzt ganz leise von hinten anschleichen. Ausschalten und dich auch ausschalten. Okay. Hier ist schon mal safe. Hier haben wir wieder ein bisschen Muni. Sind hier irgendwo noch Feinde? Taschenlampe anmachen wäre jetzt ziemlich dumm. Gut, hier können wir unerkannt bleiben. Okay, also dieses Visier war schon mal eine saugute Investition. Zweiter Posten, bitte kommen! Zweiter Posten! Werdet euch erst einmal klar darüber, was ihr wollt. Es bestellt ihr eine Patrouille und dann erwartet ihr, dass ich hier rumsitze. Zweiter Posten, bitte kommen! Zweiter Posten! Was zum Teufel soll ich machen? Mich zweiteilen? Schalte ich ihn aus? Ja. Was? Bumm. Gut. Wir haben neue Muni. Sogar Militärmuni haben wir ein bisschen. Oh, was war das? Na, was? Ah, neue Aufzeichnung. Dann haben wir hier eine Lampe. Was auch immer das ist, ich benutze es lieber nicht. Ich hoffe mal einfach, dass hier nicht noch mehr von denen sind. Habe ich jetzt das Radio angemacht? Hier haben wir wieder ein Licht. Die Dinger sind alle... Oh. Eine AK. Die wird dich eigentlich sogar gegen die Bastard austauschen. Aber die haben wir jetzt so schön aufgerüstet. Tauschen wir also gegen die Schrot. Gut, dann müssen wir, wenn wir bei der nächsten Station mal ankommen, die mal ein bisschen aufpimpen. Soll ich hier unten lang eigentlich? Ja, soll ich. Oh, hier durch. Wow, leck. Und auf die Tür. Sollte mich hocken, ne? Wer patrouilliert denn auf dem Gelände? Ich alleine? Na los, an die Arbeit! Ihr alle! Was zur Hölle ist das da? Hast du dich um diese Ratten gekümmert? Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache. Aber wir können Leute doch nicht lebendig. Jupp, 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 jupp. Ach du Scheiße, ist das jetzt wieder dunkel. Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Soll sich die Spezialabteilung um sie kümmern? Ich spreche von Flüchtlingen. Oh Gott. Krieg. Verdammt. Also, los und erledige das. Zack, zack. Jawohl.
du da? Bums. Da kriegen wir wieder ein bisschen was. Ja, ich werde das wahrscheinlich noch mal ein bisschen heller bearbeiten müssen. Dich wird sicherlich hier keiner vermissen, wenn nicht hier. Hallo. Bumm.